Best of Frenkel Frotzelt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Happy Wheels. Ich könnte natürlich noch länger, aber wir haben ja keine Zeit. Jetzt kommt es mir langsam vor, als wäre ich beim Mieten, Kaufen, Wohnen. Was nicht vorangeht hier, kein Makler da, gar nichts. Wenn der mich verarscht, dann werde ich persönlich vorbeifahren und ihn umbringen. Ah, ein Ziel. Okay, also das ist natürlich schon grenzwertig. Ficken! Ich dachte, ich hätte schon geschafft. Komm, werd grün. Komm. Ja, warum denn? Bin ich vielleicht an den Poller rangekommen mal wieder? Scheiße. Haha. Haha heißt übrigens auch was anderes, ne? Das wisst ihr. Nicht nur Hallo Harald, das heißt auch Heil Häuselbauer. Ja. Jetzt könnte mich echt am Arsch lecken. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Das gibt's doch nicht, ey. Ja. Jetzt habe ich diese Kackstange da im Bus drin. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ey, Feierabend. Zack, weiter. Kopf einziehen. Jetzt hab ich... jetzt habe ich kein Rad mehr. Aber es macht nichts, ich kann ja noch fliegen. Wenn Bedarf bestünde, dann schreibt mir das auch in die E-Mail noch rein, würde ich noch eine Rundfahrt in meinem Ford Mustang mitverlosen, also bei mir auf dem Beifahrersitz, wer keine Angst hat. Anders Ford Mustang als Bus oder Truck, das kann ich versprechen. Die fahren alle wie blöd, außer mir. Ich fahr super. Wo geht's denn hier lang? Scheiße! Scheiße, kann mich auch noch verfahren. Da! Habt ihr gesehen? Das ist meine Niere. Ne, Quatsch, Niere. Eine Niere sieht doch ganz anders aus. Was wollte ich denn sagen? Ich wollte sagen, mein Pansen. Quatsch, Pansen. Mone parodiert Lena Meyer Landroth. Hallo, du bist der super Fahrgast. Ich freue mich so, dass du hier bist. Oh Mann, guck mal, da ist eine Straße. Ist die geil. Wie geil ist die Straße, bitte? Kommt alle in meinen Bus. Mein Bus ist der geilste. Ich bringe euch ganz groß irgendwo hin. Dann sagt dann jemand zu Lena Meyer-Landroth, nö, ich möchte aber nicht zu dir, ich möchte zu dem anderen. Nein, ich nehme das Leben und ich gehe meinen Bus stark. Weg. Dann den Arsch hinhalten. Müsst ihr euch merken, fürs wirkliche Leben, wenn Pfeile auf euch zukommen, immer den Arsch hinhalten. Jetzt habe ich einen im Kopf. Das letzte Einhorn! Lalalalalala. Wenn du rechts abbiegen willst, du blöder Spritzer, dann fahr ein bisschen weiter rechts, du Depp! Ist doch wahr, ey! Ja, ich weiß, der muss ausholen. Bla! Du musst auch ausholen, um in die Fresse zu hauen. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich bin drüber! Na, okay. Vielleicht sollte ich drüber und dabei die Wirbelsäule im Körper belassen. Das ist ja manchmal ganz gesund. Ich werde ewig warten, wenn du kommst. Ja, und? Das klingt bei dir sowieso die ganze Zeit so, als ob du gerade kommst. Das habe ich gesehen, habe ich gesehen. Oh, stopp, ich habe das noch nicht gelesen. Nein, der Kopf ist ab. Oh, nee, ich bin im Ziel. Sie sind eine Frau und haben wie immer nichts anzuziehen? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es den Frenkel Frotzelt Fanshop und dort gibt es auch Frenkel Frotzelt Shirts. Sie sind traurig, dass Sie nicht mit Harald Frenkel schlafen können? Das muss nicht sein, denn im Frenkel Frotzelt Fanshop gibt es auch Frenkel Frotzelt Kissen. Sie haben nicht mehr alle Tassen im Schrank? Das muss nicht sein, denn im Frenkel Frotzelt Fanshop gibt es auch Tassen.
Kaufen Sie noch heute im Fränkel Frotzelt Fanshop und zwar am besten für die ganze Familie und den Hamster. Der Fränkel Frotzelt Fanshop bringt ewige Glückseligkeit, ist geiler als jede Nymphomanin und macht sogar die Zähne weißer. Und wer mal nicht alle Taschen im Schrank hat, wird ebenfalls fündig. Der Fränkel Frotzelt Fanshop. Einfach genial.